Jetzt freue ich mich, ein, ja genau, Rüdiger, kommst du mal nach vorne, Rüdiger Lenz hatte sich bereit erklärt, hier heute auch seine Stimme zu erheben und uns was über Merkel, von der Leyen und Gauck zu erzählen. Ja, hallo Hannover. Hallo Rüdiger. Ich setze mich mal hin. Also die Geschichte von Marc. Wenn man die Realität vom Krieg in Filmen so darstellen würde, wie sie wirklich wären in Hollywood, dann würde kein Tom Cruise eine schöne blonde Frau am Ende retten können, denn niemand würde in diesen Film reingehen. Der Krieg hat in seiner Praxis, wie er wirklich abläuft, so viel Grausamkeit, das können die meisten Menschen sich gar nicht vorstellen. Die meisten Menschen auf Facebook, wenn die irgendwas Grausames sehen, klicken die ja immer weg. Ich habe heute einen Film gesehen, ich weiß nicht, welche Armee das ist und welche Soldaten sind voll die Vollpfosten. Die beißen Katzen den Kopf ab. Das war die Einweihung, das war so eine Art Zeremonie, die gemacht haben. Ihr könnt, also das ist jetzt nur ein harmloses Beispiel. Ich bin ja, wie ihr wisst, Tätertherapeut. Und ich habe auch Kriegstäter und Kriegsopfer in meiner Praxis. Und was die erzählen, das kann ich niemandem erzählen. Es geht überhaupt nicht. Weil das würde mir auch keiner glauben, was da wirklich abgeht, was da wirklich abläuft. Und das findet im Donbass, das findet in der Ukraine statt, das findet in jedem Krieg statt. In jedem. Und das wollen die Menschen nicht hören, sie wollen es nicht wissen. Ne? Und das ist der Grund, warum so wenige auch hier sind. Weil so wenige sind erschüttert über das, was wirklich abläuft. Die meisten sind ja noch in ihrem Kaufrausch, in ihrem Arbeitsrhythmus drin und haben ihre ganz normalen Dinge. Warum sind so wenig Menschen hier? Also ihr seid viele, ja. Egal, ob ich nach Berlin komme, nach Leipzig oder sonst wohin, oder nach Koblenz, es sind immer um die 100 Leute, egal was man macht. Also in Berlin sind vielleicht 300 Leute. Warum interessieren sich so wenig Leute für die Mahnwachen? Es gibt in der Biologie, in der Astronomie, gibt es einen riesigen Kalender, der hat 12 Monate. Und auf diesen 12 Monaten gepresst ist die Entstehung des Universums, die Entstehung des Lebens, die Entstehung der Materie und auch die Entstehung des Homo sapiens. Das geht vom 1. Januar bis 31. Dezember. In der letzten Sekunde des 31. Dezember Spezies ist vor 100.000 Jahren entstanden. Das ist eine Lüge. Denn es besah, also das hört man in jeder Schule. In jeder Schule kriegt man das mit. Das ist eine Lüge. Denn der Mensch entstand nicht vor 100.000 Jahren, sondern das, was zum Menschen geführt hat, das erschien vor 100.000 Jahren. Aber es gab ja vor dem Menschen schon biologische Systeme, die im Menschen drin sind. Ja? Und das wird nie diskutiert. Es gibt eine ununterbrochene Lebenslinie von allen Lebewesen, egal wer das ist, egal welches Lebewesen das ist, ob das ein Baum ist oder ob das ein Mensch ist. Und das ist das älteste Lebewesen, das auf diesem Planeten existiert. Wie alt das ist, weiß ich nicht. Ich schätze 10 Milliarden Jahre. Und das ist die Zelle. Jeder Biologe sagt heute, dass die Zelle ein Lebensorganismus ist. Denn er verfügt über das Gleiche, über das große Organismen auch verfügen. Das heißt, wenn man das runterbrechen würde auf das, wer ich oder wer ihr seid, runterbricht, dann muss ich sagen, das Wissen, das ihr habt, ihr tragt eine Enzyklopädie des Lebens in euch, die mindestens 10 Milliarden Jahre alt ist. Und wenn man das wüsste, wüsste man, auf welches Potenzial man hat. Und das wird euch verwehrt. Dieses Potenzial wird nicht in Schulen gelehrt. Was passiert? Wenn Kinder groß werden, wenn Kinder geboren werden, kommen sie meistens ins Krankenhaus, manche gebären auch zu Hause. Das Erste, was Kinder, was Babys lernen, ist zur Brust, säugen und so weiter. Und wenn die Kinder dann 2, 3 Jahre alt sind, kommen die in den Kindergarten. Vorher haben diese Kinder ein Gehirn voller Emotionen, ein Gehirn voller Bedürfnisse. Das ist nicht so ausgereift wie bei uns Erwachsenen, aber es ist voller Bedürfnisse. Und diese Kinder lernen, die Bedürfnisse an den Eltern zu optimieren. Die lernen nicht, ihre Bedürfnisse frei so zu entfalten, wie es die Kinder es gerne wollen.
Sondern die Eltern sagen, weil die Eltern sind nicht böse, sondern die Eltern sind so konditioniert worden, dass sie es machen. Weil wir haben es von unseren Eltern, die wieder von deren Eltern und so weiter und so weiter. Ja? Und wenn die Kinder dann in den Kindergarten kommen, dann müssen die Kinder sich wieder an jemanden anpassen. Und das ist das Erziehersystem. Das ist für uns, ist das irgendwie, wir durchbrechen diese Schranke gar nicht im Denken, sondern wir denken, es ist ja normal, machen ja alle. Konformitätsdruck, es machen ja alle. Und so trainieren wir die Kinder in Anpassung an irgendwelche Dinge, an wettbewerbsorientierte Spiele, an kampfbetonte Spiele, die sie im Kindergarten schon lernen, an Anpassungen ihres limbischen, also ihres Gefühlsgehirns, ja, an die Eltern, an das System, und die kommen dann in die Schule. Und in der Schule, müssen sie sich extremst anpassen an ein Notensystem. Sie müssen sich anpassen und sie werden konditioniert, das ist etwas ganz Essentielles. Auf nämlich genau das, weswegen so wenig Leute hier sind und so viele da hinten die blöde Merkel beklatscht haben. Diese blöde Bombenregierung, die die Kriege seit den Golfkriegen mitmachen. Ich habe bei mir in der Praxis viele Soldaten, die mir erzählen, ach Rüdiger, wir waren in jedem Krieg, auch in den Kriegen, wo das Parlament sagt, wir waren nicht da. Wir waren in jedem Krieg. Ich habe zurzeit einen Soldaten bei mir, der war in diesem jeden Krieg, der ist schon ein bisschen älter, und der war in jedem Krieg, seit Papa Bush, in jedem war der. Und der erzählt, also ich werde demnächst mit ihm ein Interview machen, weil das, was er erzählt, ist so unglaublich, dass die meisten Menschen, wenn ich das erzähle, wahrscheinlich gar nicht glauben werden. Und diese, also jetzt komme ich wieder zur Schule, diese Kinder, die wir groß werden lassen, die wie wir auch groß geworden sind, wir sind konditioniert perfekt an ein Herrschaftsprinzip, das immer nur den Diener macht. Wenn irgendeiner sagt, du musst das machen. Denn unterschwellig wird genau das in der Schule gelernt. In der Schule wird ja nicht den Kindern beigebracht zu lernen, was tatsächlich Bildung ist. Also jeder Neurobiologe zuckt zusammen, wenn er hört, wie Pädagogen heute Bildung machen. Das ist keine Bildung. Das ist eine Verbildung und eine Trainierung von irgendetwas, was ich Konditionierung nenne. Die Kinder werden von oben bis unten in der Schule konditioniert und verbildet. Und weil wir alle extrem verbildet sind und die Leute, die heute in Hannover die Wiedervereinigung feiern, sind ebenfalls extrem verbildet. Wir alle sind das. Also ich will doch jetzt keinen Schuldkomplex aufbauen lassen, sondern wir müssen darüber nachdenken, inwiefern wir tatsächlich alle wirklich verbildet sind. Und das einfach mitmachen. Egal, ob unser emotionales System sagt, ist ja alles gruselig, was Marc gerade erzählt hat. Ja? Aber 2-3 Tage später müssen wir wieder zur Arbeit und alle gehen hin. Und ich sage euch, geht nicht hin. Geht nie wieder in dieses System und gebt dem System eine Eintrittskarte über euer Gehirn, über euer Gefühl und über euren Körper. Das ist schwer, das weiß ich. Das ist verdammt schwer. Und wenn diese Kinder dann in der Schule waren, kommen sie zur Arbeit. Dann werden sie weiter angepasst. Auf Seminaren geht es weiter angepasst. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Sie werden weiter angepasst. Außen mit Bildung. Die wurden nie gebildet, sondern sie wurden verbildet. Sie wurden angepasst, vor allem an das Herrschaftsprinzip. Daran wurden sie angepasst. Sie wurden verblödet von oben bis unten. Das ist so. Also ich sage lieber verbildet, weil das Wort verblödet ist gleich eine Anschuldigung. Ne? Also verbildet. Wir wurden alle verbildet. Wir wurden quer verbildet nur für dieses System. Und das ist unser Riesenproblem. Die alte Friedensbewegung hat das gleiche Problem wie wir. Es kommen immer weniger Leute zu Friedensbewegungen, die so wichtig sind, wie nur irgendetwas wichtig war. Es ist in unserem jetzigen Zeitalter, in unserem neuen Jahrhundert, ist nichts wichtiger, als dieses System einen riesen Arschtritt zu verpassen. Denn das, was die mit uns machen, mit der ganzen Welt vorhaben, das ist unfassbar. Ihr habt vielleicht alle diesen tollen Vortrag von Bernhard Trautvetter gesehen. Diesen tollen Vortrag, was in Kalka passiert. Also wir grüßen mal alle die Friedensbewegung in Kalka. Bitte einen Applaus für die Friedensbewegung in Kalka. Und ich möchte auch einen Applaus an die Friedensbewegung, die zurzeit am Reichstag ist. Das ist auch die Friedensbewegung. Wir sind alle eine Friedensbewegung. Und die demonstriert da auch. Wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben heute 3 große Gruppen, die deutschlandweit auch demonstrieren. In Kalka. Das ist vielen gar nicht bewusst. Viele denken an den schnellen Brüter. Der ist ja weg. Das haben die Grünen damals, wo das noch eine echte Anti-Atom-AKW-Bewegung war, eine Friedensbewegung war. Heute sind sie ja olivgrün. Das haben die damals geschafft. Und heute ist in Kalka aber etwas, wenn man sich die Dimensionen dessen, was in Kalka passiert, wenn man sich darüber bewusst wird. Ich sage euch, ihr habt 2 Tage schlaflose Nächte.
Wenn ihr wisst, was dort abläuft, was die Amerikaner, also die NATO-Streitkräfte auf deutschem Boden logistisch dort operieren, ja? Wir haben das Heer, wir haben all die Marine, wir haben die Luftfahrt und das neue Programm ist die Raumfahrt. Wir hatten früher, ich breche das mal runter, weil ihr sollt euch alle mal diesen Vortrag von Trautwetter mal wirklich anschauen, macht es wirklich. Weil es ist ein ganz, ganz starker Teil dessen, was das Militär und die NATO dieses Jahrhundert vorhaben. Und ich verstehe immer mehr, warum die Russen angreifen. Ich bin nicht mehr der Überzeugung, dass die Russen eine Chance haben gegen das, was auf die zukommt. Ich bin nicht mehr der Meinung. Ich war vor zwei Wochen noch der Meinung, wenn die was machen, die Russen, aber die haben die Russen jetzt schon im Griff. Die haben das gesamte Militär total im Griff. Was die machen, die haben den Sprung vom Automatismus zur Autonomie geschafft in den Systemen. Das erklärt Trautwetter dort ganz deutlich. Das heißt, dass der Mensch aus der Entscheidungsmöglichkeit herausgenommen wird. Es gibt ja, das ist hier alle, einen russischen General, der hat mehrere Atombomben auf seinem Bildschirm gesehen, die von amerikanischem Boden auf russischem Boden gerade losflogen. Und der hat gesehen, dass in seinem ganzen Center die ganzen anderen Soldaten auf ihre Posten gingen und sofort versuchten, natürlich einen Gegenschlag zu machen. Und der hat geschrien, nein, nicht! Der hat richtig geschrien, nein, nicht! Und dann haben die angeguckt und dann hat er gesagt, das sind nicht die Amerikaner, das ist ein Defekt im Computer. Denn die Amerikaner würden ganz anders ihren Erstschlag gegen uns vollziehen. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Und der hatte recht. Und dieser menschliche Faktor, der, wenn eine Maschine mal defekt ist, gerade bei so etwas, wenn das passiert, das ist in Kalka weggemacht. Das ist der Schritt vom Automatismus zur Autonomie. Die Maschinen kommunizieren automatisch, autonom, ohne den Menschen miteinander. Es werden heute mehr Piloten ausgebildet in Sesseln für Drohnen als an Kampfjets. Das ist voll im Gange, die Autonomie. Wenn da ein Fehler passiert, sagt sofort die eine Maschine zur anderen und so weiter und dann geht alles los. Da haben die gar keine Chance mehr, das aufzuhalten. Niemand hat die Chance, das aufzuhalten. Und das geht von deutschem Boden aus, von Kalka. Und deswegen ist Kalka ein wichtiger Standort, um dort natürlich auch zu demonstrieren. Und zwar nicht nur heute, wie das heute passiert, sondern da müsste man eigentlich alle zwei Wochen hin. Da müsste die Bevölkerung aufmerksam machen auf das, was auf deutschem Boden seit 45 wieder passiert. Von deutschem Boden geht wieder Krieg aus. Und das ist ein Riesenproblem, das wir alle haben. Es darf nie wieder von deutschem Boden Krieg ausgehen. So sind wir alle groß geworden. Aber das passiert. Das passiert von Stuttgart aus. Von Stuttgart ist das gleiche System, die gleiche Logistik, die ganz Afrika im Griff hat. Das passiert von Stuttgart aus. Und von Kalka, was die ganze eurasische Platte angeht, das geht von Kalka aus. Der ganze Krieg, der da passiert von NATO-Streitkräften, wird logistisch dirigiert und autonom an die Maschinen weitergegeben. Aber von Kalka. Und da sind viele deutsche Soldaten und so weiter, Offiziere natürlich am Machen, am Gange. Ja? Und das ist ja etwas, was viele vorher gar nicht gewusst haben. Also ich gebe zu, ich habe bis vor 4 Wochen nicht gewusst, was da ist. Und man kann die Internetseite, JAPCC, glaube ich, kommen. Da kann man sich angucken. Da steht alles drauf. PDF-Dateien, ich konnte euch alles downloaden. Was die vorhaben, was die machen, steht alles drauf. Die veröffentlichen das sogar noch. Da kann keiner sagen, das habt ihr heimlich gemacht. Nein, das haben die nicht heimlich gemacht. Ja? Das ist wichtig. Ich will nie wieder, dass Deutschland in Kriege verwickelt ist und Generationen, wie wir auch, Generationen nachher irgendwelche Zahlungen und Demütigen sich erfahren lassen, weil irgendwelche Vollpfosten, Psychopathen durchdrehen und irgendwelche finanziellen Krempel machen, die mit uns nichts zu tun haben. Denn wir wollen das alle gar nicht. Die Hochindustrie, die finanziellen Multimilliardäre haben das hingekriegt. Die haben es hingekriegt, die Welt militärisch aufzubauen und militärisch in den Griff zu haben. Der Sprung von der Wirtschaftsunion, ja, von den Wirtschaftsverhältnissen, die Welt im Griff hat, ist längst überwunden vom Militär. Und das Militär dirigiert die Welt, die Gelder, das ist geschehen. Und wer heute noch, und das muss einem klar werden, das muss gerade vielen Leuten in der Friedensbewegung, wo wir gerade einen großen, ich nenne es mal kreativen Streit haben über Souveränität Deutschlands, ja, die Souveränität aller Länder, die souverän sind, ist gestorben seit Kalka. Das ist vorbei. Selbst wenn wir souverän wären, die Souveränität interessiert diese Militärs einen Scheißdreck. Da gehen die drüber. Russland ist ein souveränes Land.
Die sind souverän. Das interessiert die NATO nicht. Das juckt die nicht. Das interessiert niemanden, der diese Pläne hat, die die haben. Die wollen Eurasien okkupieren. Die wollen die ganzen Bodenschätze von Eurasien haben. Das ist deren Plan. Und wenn die Russen ausgeschaltet haben, dann werden die Chinesen auch ausschalten. Die Chinesen sind zurzeit diejenigen, die am zweitmeisten Militärausgaben haben, also ins Militär investieren. 185 Milliarden. Das ist doppelt so viel wie zu der Zeit, wo ich noch mein Buch Fratze der Gewalt geschrieben habe. Da haben die 80 Milliarden investiert. Aber der Sprung, ich habe ein Video gesehen, wo sich Militärs über die Unterschiede, Militärstrategie, über die autonome Strategien und so weiter, unterhalten, was das eigentlich bedeutet. Die Chinesen und die Russen haben gar keine Möglichkeit, das einzuholen. Es geht nicht. Weil die mindestens 40 Jahre Forschung brauchen. Und die 40 Jahre Forschung, die Amerikaner, vor allem die Amerikaner und die NATO gehabt haben, das waren die Kriege nach 45 für die NATO-Technologie. Die haben sich anhand von realistischen Mustern neue Systeme angeschafft. Und das haben die Russen ja gar nicht gemacht. Die waren mal in Tschetschenien drin. Die haben auch ein paar Kleinkriege gemacht. Aber die haben niemals ihre, was die Amerikaner und vor allem die NATO gemacht hat, im Verbund mit den Europäern, die haben nie die großen Kriege gemacht gegen die anderen Länder und dann ihre Techniken auch noch optimiert. Das ist ja vorbei. Deutschland will für, ich glaube, 400 Milliarden Euro, also ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, ob wirklich so viel ist, aber ein immens großer Batzen. Deutschland will die Atomraketen, die von amerikanischem Boden aus hier stationiert sind, die will Deutschland mit 400 Milliarden restaurieren, erneuern. Das heißt, die alten kommen weg, neue kommen rein. Die sollen erneuert werden, das müsst ihr euch mal vorstellen. Eine einzige Atomrakete, eine Langstreckenrakete, eine Interkontinentalrakete der Russen. Wenn nur eine einzige auf deutschen Boden trifft, ist Deutschland erledigt. Wenn nur eine einzige russische auf Frankreich, ist Frankreich erledigt. Jedes Land ist heute erledigt. Das sind Waffen, das haben wir in den 80er Jahren, da war ich noch in der grünen Bewegung, habe ein Demos mit denen gemacht, Ende der 70er. Da haben wir immer gesagt, das darf niemals sein, von deutschem Boden darf niemals irgendeine Atomrakete stationiert. Das war ja der NATO-Doppelbeschluss. Da war die Friedensbewegung Millionen Menschen stark. Millionen. Wir können nachher reden, jetzt bitte nicht. Wir können nachher diskutieren. Das ist passiert. Und der Grund, warum wir das alles nicht erkennen, warum so wenig Menschen heute in der Friedensbewegung sind, und zwar deutschlandweit, meinetwegen auch weltweit, wie die Montagsdemo in New York, habt ihr das Bild gesehen, wo Laster steht, das ist ja auch leer. New York, das müsst ihr euch vorstellen, die war ja auch leer, waren nur ein paar hundert Leute da. Die Menschen sind konditioniert von oben bis unten, nicht weiter zu gucken als auf der Schiene, auf der sie leben. Das ist Familie, das ist Hausabzahlen, Kinder müssen weiter in die Schule eine 2 schreiben oder ne, Gymnasium gehen. Das ist auch noch ein bisschen Party machen, das Haus muss abbezahlt werden, die Ehe ist ein bisschen auf Schieflage geraten, da muss ich was machen und dann will ich abschalten und Gammelshow gucken oder so. So sind die konditioniert. Sie sind aber nicht so. Der Mensch ist auf keinen Fall so, sondern sie werden missbraucht von diesem Staat, von diesem System. Wir alle, unsere Potenziale und die Potenziale unserer Kinder werden von dieser Herrschaftslinie missbraucht. Und für mich ist es so, ich akzeptiere diese Menschen, wenn ich mir darüber Gedanken mache heute, für mich ist das eine andere Rasse. Für mich sind das keine Menschen. Für mich ist das eine andere Rasse. Die denken, weil hier kam eben gerade, du hast eben gerade gesagt, wie denken die eigentlich, wie wachen die auf, wie stehen die auf und so weiter. Wir alle sind überhaupt nicht auf dem Plan von denen, auch nicht von Merkel, auch nicht hier von Flinten-Uschi. Da sind wir alle nicht auf dem Plan. Da gehören wir gar nicht zu. Wir sind ein statistisches Komma in einem großen Reißbrett. Das sind wir. Mit einer 3 voran, die aber ohne Bedeutung ist, weil wir in der Realwirtschaft leben. Die Realwirtschaft ist Nonsens für die. Für die existieren die Blasen, die hin und her geschoben werden. Und dadurch drücken die anderen Länder und wenn die nicht wollen, machen sie kaputt. Putin ist für die ein Mensch, der das alte Denken repräsentiert, der an Souveränität des Staates glaubt und der versucht, sein Volk zu stärken. Der macht zwar auch ganz viele schlimme Sachen. Ich bin kein Putin-Freund und ich möchte ihn nicht in Deutschland als Kanzler haben. Auf gar keinen Fall. Ja? Aber für russische Verhältnisse, das ist eine andere Nummer. Dann müssen die Russen entscheiden, nicht ich. Ja? Aber für diese Leute ist das ein Mensch mit altem Denken. Und die denken nur eins. Warum, Wladimir? Warum gibst du uns nicht für einen Apfel und ein Ei deine ganzen Ressourcen? Das ist das, was die denken. Und Putin sagt, fuck euch. Fuck auf. Das sagt Putin. Weil er genau weiß, wenn die meine Ressourcen haben,
dann muss ich hier ein Armenhaus aufbauen und bin dafür zuständig, Hartz IV etc. Und in Russland leben ein paar mehr als in Deutschland. Und in Russland ist das Elend größer. Und in Russland entfalten sich andere Kräfte als hier in Deutschland. Das ist eine ganz andere Nummer. Also ich möchte so ein riesiges Land, ich möchte überhaupt nichts regieren, aber ich möchte so ein Land auch nicht regieren. Ja, und deswegen machen die den, reizen die ihn über die Ukraine. Und wenn die Putin haben und sie werden ihn bekommen, dann werden die auf China losgehen. Und wenn die China haben, und das werden die auch bekommen, wird ganz Eurasien George Orwells 1984 noch um Welten übertreffen, Was in 84 steht, das ist alter Kaffee. Was auf uns zukommt, ist was ganz anderes. Und wenn die Bürger nicht endlich anfangen zu verstehen, dass sie ihre Energie aus diesem System herausholen müssen, sie dürfen nicht mehr Ja sagen, auch wenn mein Haus, mein Kind, meine Frau, mein Porsche und ich weiß nicht was alles noch an diesen ganzen Finanzdrähten hängt, an dem Arbeitgeber hängt und so weiter. Ihr müsst Nein sagen, echt, das ist das Einzige, wie wir dieses System aufhalten können. Wir werden es nicht mit einer Bürgerrevolte, irgendwelchen RAF-Spinnern irgendwie in die Knie zwingen. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Und wir werden es auch nicht auf die Reihe kriegen, wenn wir über Souveränität reden und meinen, ein souveräner Bundeskanzler, nicht ein souveränes Volk, würde Kalka auflösen oder Stuttgart auflösen. Das würde nicht gehen. Dann werden die uns hier besetzen. Auch wenn mir von anderen Leuten vorgehalten wird, du hast ja Angst vor denen. Ich habe Angst vor denen, ja. Und ich werde meine Meinung, die ich habe, nicht über Generationen von Kindern stülpen und Unschuldige wegen meiner Meinung sterben lassen. Das werde ich nicht tun. Das ist meine Meinung. Und meine Meinung vertrete ich, dafür gehe ich meine Dinge auch in den Sarg. Aber ich lasse keinen anderen wegen meiner Meinung sterben, das tue ich nicht. Und das nenne ich Verantwortung. Und das andere nenne ich Verantwortungslosigkeit. Das tue ich nicht. Gut. Ich bitte euch, hier in Hannover, in Braunschweig, in all den Städten, woher ihr kommt, immer am Ball zu bleiben. Betrachtet es einfach wie eine freiberufliche Firma oder wie irgendetwas, ihr wollt euch selbstständig machen und diese Friedensmahnwache ist eure Firma, ist eure Berufung, sag ich mal. Ja, das ist eure Berufung. Und denkt niemals an keinem Tag darüber nach, warum kommen denn heute so wenige. Ein Unternehmer am Anfang, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, habe ich weniger Aufträge, ich habe weniger Angestellte. Ja? Und wenn ich größer werden will, muss ich eins gelernt haben, durchhalten. Durchhalten. Sie werden kommen. Egal auf welcher Party ich mich unterhalte, es brodelt überall. Sie haben nur noch nicht den zündenden Funken in sich gespürt, wo sie sagen, ah, ich gehe jetzt rüber, ich mache das jetzt. Das haben die noch nicht, weil die viel zu sehr an diesem System durch ihre... Sie lieben ihre Frau oder die Frau liebt ihren Mann, ihre Kinder und sie wollen ihnen das nicht aufbürden. Es gibt viele Frauen, die ich kenne, ja, solange mein Sohn noch hier in der Wohnung lebt, also alleinerziehende Mütter, solange mein Sohn noch hier in der Wohnung lebt, mache ich das und das nicht. Aber wenn der mal raus ist, dann gehe ich voll los. In Selbstständigkeit oder in all die Dinge, wo ich nur für mich selbst eine Verantwortung besitze, aber die nicht auf einen anderen würde. Also es brodelt überall, kann ich euch sagen. Es brodelt wirklich überall. Es gibt aber auch überall noch die festgefahrenen Leute, klar. Aber es brodelt überall. Und ich sage dieser Friedensbewegung, der Friedensbewegung in Deutschland wie auch in Europa, eine glänzende Zukunft voraus. Denn die da oben, die machen das von alleine, dass wir uns hier zu mehreren treffen werden. Das machen die von ganz alleine. Das wird kommen. Das wird kommen. So, mein Name ist Rüdiger Lenz. Mein Motto steht, Friede ist mein und auch euer Weg. Danke, Hannover. Vielen Dank, Rüdiger. Und wir werden dich aufgeben. Wir stehen schon seit 22 Wochen da. Und die nächsten 22 sind gebucht.